Einen wundervollen Freitagmorgen. Warum ist denn das schon wieder so unscharf? So. Naja, zumindest geht's wieder bergab. Ich habe ja schließlich gestern auch nur 1500 Kilokalorien gegessen. Ist ja schon mal ein bisschen weniger als jetzt die Tage davor in den anderen schönen großen Städten. Oh, was ist denn hier los? Ach, ich kriege schon Besuch. Meine Güte. Also, jetzt aber. Oh, kommt das mir nur so vor, da sehe ich wirklich so verknittert aus. Ah, das ist schlimm, ne? Wenn man auf die 50 zugeht, dann knittert alles so. Aber wie sagt eine Kollegin von mir, wer morgens zerknittert aussieht, hat den ganzen Tag über viel Entfaltungsmöglichkeiten. Ja, auch nicht schlecht. Wie dem auch sei, ich sitze jetzt wieder hier am Ort des Geschehens. Und zwar werden jetzt heute wieder diese Tausenden von Telefonkonferenzen sein. Freitag ist ja immer Telefonkonferenztag. Ja, ich würde sagen, Stöpsel in die Ohren und los geht's. Oh, ich bin schon wieder die ganze Zeit nur am Telefonieren. Und jetzt hier mein Mittagessen, bevor es hier in die nächste Konferenz geht. Mein geschrotetes Zeugs von gestern mit ein bisschen Sahne, nicht Milch, Sahne. Und dazu jetzt hier ein paar tiefgefrorene Früchte, die ich jetzt gerade aufgetaut habe oder habe auftauen lassen. So, das ist jetzt hier mein Frühstück, wollte ich gerade sagen. Es ist schon Mittag, es ist nämlich schon 12:45. Mega Kartoffeln mit mega Nudeln. Beides voll die Kohlenhydrate. Das sind Sättigungsbeilagen. Eigentlich müssten wir jetzt noch viel mehr Gemüse und so dazu essen. Schwachsinn, ich mache nachher Sport, ich glaube. Ich bin so ein Trottel. Und zwar habe ich ein Massagegutschein geschenkt bekommen, vor Urzeiten, und den wollte ich jetzt heute mal einlösen und habe mir einen Termin gemacht im Nivea-Haus hier, Jungfernstieg, und fahre jetzt gerade hin und laufe da jetzt gerade hin. Und was habe ich vergessen? Den Gutschein, der liegt jetzt zu Hause. So, wie mache ich das jetzt? Ich zahle jetzt einfach und dann gehe ich eben nochmal hin. Bescheuert, ne? Naja, so ist das. Ich bin geschniegelt und gestriegelt und jetzt geht's los. Nee, war das nett da im Nivea-Haus. Die war wirklich sehr, sehr schön. Das einzig Lustige ist bloß, das ist man ja gar nicht so gewohnt. Es war ein Mann, der mich massiert hat. Ich meine, das bin ich nicht gewohnt. Aber das war trotzdem gut. Also, was heißt trotzdem? Es war gut. So, bloß man ist dann normalerweise immer nur Frauen gewöhnt. Also wir Frauen sind immer nur Frauen gewöhnt. Und jetzt auf einmal war es ein Mann. War aber gut, hat er gut gemacht. Alles klasse. Und deswegen kann ich ja auch gerne noch einmal wieder hingehen und da mich massieren lassen und dann diesmal mit Gutschein. Jawohl. So, und weil ich hier so selten bin, hier auf der Ecke Jungfernstieg und jetzt Gänsemarkt, ich laufe gerade zum Gänsemarkt, wann bin ich denn hier mal? Dachte ich, ich gehe da mal längs und gucke hier mal so, wie das hier so aussieht. Oh, da habe ich aber eben Glück gehabt, meine Güte. Und zwar, ich stehe hier auf so einem Parkplatz und in Hamburg muss man ja für jeden Parkplatz mittlerweile zahlen. Und ich mache das immer mit so einer EasyPark-App. Und irgendwie, ich dachte immer, diese EasyPark-App schaltet so lange weiter und bezahlt so lange, bis man eben sagt, so, jetzt fahre ich wieder los. Meine hat sich aber schon um, was weiß ich, 7 ausgeschaltet. Und jetzt ist es 6:45 und genau just in der Sekunde, als ich hier ankam, schrieb mich gerade so ein Typ auf. Und dann sagte ich, Moment, ich habe doch die App. Und dann hat er mir gezeigt, wie das bei ihm ist. Und da ist kein Parkvorgang bei ihm registriert. Ich konnte ihm aber zeigen, dass ich bis 15 Minuten vorher hier ordnungsgemäß gezahlt hatte. Jetzt verstehe ich diese App nicht. Ich dachte immer, die geht so lange, bis man sagt, so, und jetzt ist wieder Stopp. Scheint nicht der Fall zu sein. Das ist ja doof. Jedenfalls, ich musste nichts zahlen, der war total nett. Und ich habe ihm das ja auch gezeigt und er hat auch gesehen, dass ich das sonst immer mache und alles immer gut ist. Aber das mit der App, das finde ich jetzt komisch. Und er sagte, nee, normalerweise muss man manuell draufdrücken, zu Ende. Und das hat jetzt nicht funktioniert. Oder ich bin aus Versehen nach der Massage beim Wiederanziehen oder so draufgekommen. Ist ja auch egal, ich fahre jetzt nach Hause, es war sehr schön, ich fühle mich ganz schnurzelig und es ist kalt. Und Hunger habe ich. Ich habe eben schnell noch ein bisschen eingekauft und was ich mal zeigen wollte ist, ich bin hier in einer Halle, in so einer Parkhalle,
vorm Edeka. Das finde ich auch total super. Ansonsten bin ich ja so ein Rewe-Freund, der hat ja auch so ein überdachtes Dingsbums. Aber diese Halle hier finde ich auch toll, weil man rollert direkt von der Halle in den Laden rein. Aber bei Edeka ist es eigentlich ähnlich. Ich wollte gerade sagen, hier wird man nicht nass, aber bei meinem Lieblings-Edeka ja auch nicht, Rewe. Wie dem auch sei, Rewe, Edeka oder Hauptsache Italien. War das nicht so? Rewe oder Edeka, Hauptsache Italien. Nee, das war irgendwas mit Spanien. Nee, wie war das noch? Barcelona oder Mailand, ne? Hauptsache Italien. Ich fahre nach Hause, ich habe Hunger. Oh, ich habe schon wieder so einen Hunger. Und ich hatte vorhin bei Edeka noch so schönes Sushi gekauft. Oh, das esse ich jetzt herrlich. So ein Abend-Abend-Snack. Was habe ich bloß für einen Hunger? Wahnsinn, warum bin ich denn gerade immer so hungrig? Burrata mit ein bisschen Käse und Tomaten. Lecker. Liebe Leute, ich hoffe, das funktioniert jetzt hier. Und zwar, es geht darum, wo ich fasten werde. Da ich hier auf Schloss Warnsdorf, das ist bei Travemünde, also bei Lübeck hier oben an der Ostsee, schon, ich glaube, 5 oder 6 Mal, vielleicht sogar schon häufiger war und da schon gefastet habe und da auch schon mal einfach nur so Urlaub gemacht habe mit Reduktionskost. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Es ist so wunderschön da und ich habe mir jetzt überlegt, ich werde im Mai einfach wieder zum Schloss Warnsdorf fahren. Und das wollte ich euch jetzt nämlich mal zeigen, wie das da aussieht. Ich liebe es dort. Guckt mal, das ist der Garten. Kann man jetzt hier noch irgendwie, ja genau. Und das ist die Bibliothek, das ist so ein richtig schönes Schloss, das ist das Schwimmbad dort, das ist so der Wellnessbereich, da gibt es eben auch 1000 Anwendungen, eine super tolle, huch, guck mal, mein Sohn ist jetzt Lübecker Straße, ich muss ihn jetzt abholen, dann zeige ich euch das nachher, bis später. Das war jetzt auch lustig, jetzt wollte ich euch gerade so schön erzählen, wie das da in Schloss Warnsdorf ist. Das ist da wunderschön und deswegen gehe ich da jetzt wieder hin. Und ich lade euch alle ein, kommt mit. Das ist echt der Knaller da. Wirklich, ganz, ganz großartig. Irgendwie sehe ich den jetzt gerade aus. So, hoho, ich muss mal schnell rauslaufen hier. Oh, es ist kalt. Ja, also, da könnt ihr wirklich mitkommen. Das ist so schön da. Und da lasst uns gerne zusammen einen Termin finden. Dann gehen wir da zusammen hin und fasten. Na, das Tolle ist, das zeige ich euch gleich noch. Ich muss erstmal aufschließen hier mein Auto. Dass man da wirklich auch so ein Rundum-Sorglos-Paket kriegt. Das bedeutet, oh, das ist so kalt. Das bedeutet, man fastet dort nicht nur, sondern du kriegst dort eine medizinische Unterstützung, richtig toll, so ein Aufnahmegespräch mit einer Medizinerin. Dann wird dir Blut abgenommen, wie deine Blutwerte sind. Dann wird geguckt, dass du tagtäglich einen Leberwickel kriegst. Du kannst so eine Kolonhydrotherapie machen. Du kriegst Massagen, wenn du möchtest. Du kannst morgens, das ist total toll, fit in den Morgen, da in dieser tollen Halle, was wir eben gerade gesehen haben, richtig tolles, schönes Sportprogramm. Jetzt nicht zu viel, dass du so bist, aber so, dass es schönes Sport ist. Dann gibt es immer Nordic Walking morgens, total schön da so um See rum und so weiter. Dann gibt es Schwimmen, Wassergymnastik, Sauna, Bogenschießen, dann ist abends sind immer tolle Vorträge, ist total klasse. Oder mal so ein Klavierabend mit so einer Pianistin oder mal mit einer Sängerin. Vortrag von Ärzten, Mandala malen, Kinesiologie, dann kannst du so, du kannst Yoga mitmachen abends, du kannst andere so, wie heißen denn diese ganzen, also so Pilates und so Kram. Und das gehört alles mit, das ist alles mit inklusive. Außer natürlich jetzt Massagen oder so Gesichtspackung und so ein Kram. Aber so dieser ganze Sport und dieses ganze Drumherum, das ist alles inklusive, ist total super. Und es gibt 4 oder 5 verschiedene Kategorien von Zimmern, die du dir da aussuchen kannst. Also von richtig im Schloss, super schöne, alte, hochherrschaftliche Zimmer bis hin zum Nebengebäude. Das ist so ein normaler Stil, dann eben, das ist nicht ganz so teuer. Ja, kostet natürlich auch ein bisschen was. Ich weiß im Moment nicht so genau was, aber gucken wir uns gleich an. Bloß, wenn wir jetzt auf die Kanaren geflogen wären oder nach Mallorca, hätten wir den Flug noch zahlen müssen, wir hätten noch Unterkunft zahlen müssen und so weiter und so fort. Das fällt hier natürlich mehr oder weniger, zumindest für mich hier aus Norddeutschland weg, weil ich fahre da in einer Dreiviertelstunde und dann bin ich da mit dem Auto. Na gut, für die, die jetzt aus Süddeutschland oder so kommen, ist es natürlich doch wieder ein Ritt. Dennoch
Ich garantiere euch, also wenn ihr mitkommen wollt und da Lust und Zeit zu habt, ihr werdet es nicht bereuen. Ich finde das großartig dort. Und das Geile ist, die haben auch so psychosomatische Sachen. Die haben auch wirklich Ärzte da, die sich damit auch auskennen. Was ich hier gerade für eine Werbung mache, ne? Aber es ist wirklich toll. So, jetzt hole ich aber mal schnell meinen Sohn ab. Der friert sonst auch. Mein Schatzel hat auch immer am Freitagabend Basketballtraining. Und da habe ich ihn jetzt gerade mal nicht von dort abgeholt, aber hier von der einen S-Bahn-Haltestelle oder U-Bahn-Haltestelle, dann hätte er jetzt sonst noch auf den Bus warten müssen, habe ich ihn schnell abgeholt. So, jetzt aber, wie schon gesagt, hier, das ist diese tolle Halle, wo man morgens diesen tollen Frühsport macht. Richtig großartig. Das ist die Dings. Was kann ich euch noch zeigen? Ich habe hier schon ganz viel erzählt. Es ist wirklich super, super toll. Man kann ganz, ganz, ganz viel machen. Unser Haus, ich zeige euch noch mal so ein bisschen die Fotos. Warte mal, wo sind denn hier die Fotos? Galerie. Galerie, Galerie, Galero. Zack, guck mal, so sieht das Schloss aus. Das ist der Haupteingang. Da ist der Wandel, der Lustgarten. Nein, also wunderschön. Das ist eins der Nebengebäude der neueren. Da ist nochmal dieser Wahnsinns-Rhododendron-Park. Eigentlich müssten wir wirklich dann hin, wenn das auch blüht, weil das sieht wirklich fantastisch aus. Das ist von hinten das Haus, das Schloss. Das ist wieder das neuere Gebäude, wo auch die so Anwendungen und so stattfinden. Das nochmal wieder von hinten, vorne, huch, wie süß. Jawohl, das ist, sind also Außenansichten, Innenansichten, auch echt cool. Das ist das Schwimmbad, da können wir morgens dann immer Wassergymnastik machen, ist auch echt gut da. Und man kann das auch immer nutzen, also das ist immer auf und du kannst also jederzeit rein und schwimmen und so weiter. Das ist auch wirklich toll. Das ist dieser tolle Esssaal. Klingt jetzt komisch, beim Fasten isst man ja nicht, aber man kann dort auch Reduktionskost machen. Das ist auch richtig cool. Und zwar, wenn du sagst, alles klar, ich möchte am Tag nur 500 Kilokalorien essen, dann macht der Koch, der ist super gut, der Koch, macht dir dann eben ein Frühstück, Mittag und Abendessen, was nicht mehr als 500 Kilokalorien hat. Du kannst auch 1000 sagen, du kannst auch 800 sagen. Also da macht er und variiert. Ist echt super. Und ich war auch schon ein paar Mal mit meinen Kindern dort, als die noch kleiner waren. Und für die hat er dann immer ganz normales Essen gemacht und auch sehr kindgerecht, aber trotzdem super gesund. Und ach so, es gibt sogar Kochabende mit ihm, wo er erklärt, wie man ein Drei-Gänge-Menü macht mit weniger als 300 Kilokalorien. Also richtig klasse. Ja, das ist nochmal wieder hier die Sportdings. Das ist die alte Bibliothek. Das ist ja auch so ein bisschen altehrwürdig da alles. Das ist der schöne Wellnessbereich. Und das ist der rote Salon. Und da seht ihr hinten auch das Klavier. Also da finden dann so ganz schöne Abende statt. Und da kann man spielen und lesen. Und also wirklich schön. Wirklich richtig schön. Da sitzt man dann hübsch, ne? Ich finde das total schön da. Und das knatscht auch richtig. Also der Boden knatscht da. Das ist wieder im Wellnessbereich. Ja, da sitzt jemand in der Bibliothek. Ja, und da, guck mal, die da vorne kenne ich sogar, weil die arbeitet da schon seit Jahrzehnten. Das ist dann da wieder morgens das Fit in den Tag-Programm. Und dann machen die wirklich, die machen Pilates, Aerobic und so weiter. Echt cool. Zack, was haben wir noch? Zimmer. Ja, so sehen die Zimmer aus. Also entweder das ist jetzt im alten Schloss. Das sind dann eben so altehrwürdige Möbel auch. So ganz gediegen. Und dann gibt es aber auch, ja, und das ist dann im Anbau in diesem neueren, ne? Also das ist dann eben, ja, normal, schön. Ja, das sind dann die Badezimmer. So wohnt man denn da. Also ich finde das großartig und jetzt gucke ich mal, huch, jetzt gucke ich mal die Preise. Tülüt, tülüt, Preise. Da ist es. Und zwar, wenn du ein Einzelzimmer nimmst, kannst du, das ist, sind Tagespreise von 135 bis 199 am Tag. So, also liegen wir bei knapp 1000 Euro die Woche, wenn man Kategorie 5 nimmt, was aber auch durchaus reicht. Das sind alles schöne Zimmer. Ich war schon überall in jedem Zimmer, glaube ich. So, und was ist da drin? Und zwar ist da die Übernachtung und das Heilfasten mit einer Fastensuppe, Fastensäfte, Wasser, Tee, Fastenbrechen und drei Aufbautage.
Dann eine ärztliche Aufnahmeuntersuchung, das habe ich ja schon gesagt. Da wirst du wirklich einmal durchgecheckt. Du machst ein EKG, du machst Laboruntersuchung, Laborwertbesprechung, ärztliches Abschlussgespräch. Das ist echt toll mit Blutabnehmen davor, Blutabnehmen danach. Was hat sich verändert in der Zeit? Wie sieht dein Cholesterinspiegel aus? Wie sehen deine ganzen anderen Sachen aus? Echt toll. Dann kriegst du Magnesium und dann kriegst du, was weiß ich, was man so alles noch braucht. Dann gibt es eben täglich Sport- und Entspannungsprogramm und Nutzung der Fitnessgeräte. Alles kostenfrei nicht, ist alles mit inbegriffen. Dann Abendprogramm, das sind Arztvorträge, Ernährungsberatung, Kochdemo, Konzerte und so weiter. Ach ja, dann gibt es einen Shuttle-Service nach Travemünde zum Timmendorfer Stand und nach Lübeck, wenn man dahin möchte, kann man mit denen dahin fahren. Schwimmbadnutzung, Biosauna, finnische Sauna, Dampfsauna, Infrarot-Wärmekabinen und ja, dann gibt es, wenn du Massagen haben willst, das kostet dann eben was. So, und wenn du Psychosomatik oder Neurologie oder so machen willst, das ist dann anders. Das ist dann richtig mit richtig Arzt und so weiter. Also das ist wirklich eine richtig kleine Klinik, aber du fühlst dich nicht wie in einer Klinik. Ich finde das da großartig. So, und das möchte ich machen. Sagt mir doch mal, wer möchte da mitkommen oder hätte da generell Interesse dran mitzukommen, mal eine Woche da zu sein? Und wer, und nicht wer, sondern wann wäre es euch am sinnvollsten? Dann machen wir das gerne zusammen. Kann ich hier noch irgendwas zeigen? Hier ist noch bei Heilfasten nach Buchinger machen, die das eben blablablub, blablablub. Und das ist auch richtig mit Abführen und Einstieg und so weiter und Trinkmenge und Ruhezeiten. Also das ist auch ganz toll. Wir haben mittags immer eine Mittagsruhe und dann kommen sie wirklich in dein Zimmer, total süß, und machen dir so einen feuchtwarmen Leberwickel und bringen dir noch einen Tee ans Bett. Man fühlt sich da auch so geborgen, es ist alles so freundlich und sie liebt da, das ist ganz, ganz schön. Also das macht wirklich Spaß. Ja, also das ist wirklich ganz großartig da. Guckt mal selbst auch nochmal auf die Seite schloss-warnsdorf.de. Wie gesagt, da möchte ich gerne hin.